Ciao! Das hier ist ein Haul-Video. Der Ton hier ist immer noch seltsam. Merkt ihr das eigentlich? Fällt euch das auf, dass das anders ist als vorher? Ich weiß noch nicht so genau, was ich machen soll. Vielleicht hänge ich ein Bild auf oder so. Mal gucken. Das Zimmer ist aber noch nicht fertig. Also, wir haben schon wieder hier was im Zimmer umgestellt. Hab ich da ein Haar? Es hat mir nicht gefallen, so wie es war, aber das habe ich ja schon gesagt in dem Video. In dem letzten, wo ich das Zimmer hier gezeigt habe. Und ja, wir haben jetzt wieder gestern was umgestellt. Es ist immer noch nicht fertig. Also mir fehlt noch ein großer Spiegel, so ein Ganzkörperspiegel. Aber der, den ich haben wollte, der ist bei IKEA ja ständig ausverkauft. Und entweder warte ich jetzt oder ich kaufe woanders ein. Ich bin halt gerade so am Gucken. Ich komme übrigens gerade von der Arbeit, deswegen, wenn ich müde aussehe, liegt es daran, dass ich müde bin. Kommen wir zum Haul. Ich habe einfach mal ein bisschen gesammelt, was ich mir in der letzten Zeit so gekauft habe oder bestellt habe. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ich kann mich nicht zurückhalten. Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Was ich gerade hier so gucke, ist, ob da noch irgendwas ist, was hier neu ist. Naja, fangen wir mal an mit Douglas. Ich hatte noch einen Gutschein von Valentinstag. Und da habe ich mir ein paar Sachen gekauft oder beziehungsweise bestellt. Eigentlich beides. Zwei Teile habe ich bestellt und eins war so Zufall, dass es das noch gab. Bestellt habe ich mir erstmal, das wollte ich jetzt schon etwas länger testen, das überarbeitete MAC Fix Plus. Was genau da überarbeitet worden ist, kann ich euch nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber mir wurde gesagt, dass da irgendwas überarbeitet worden ist. Und deswegen wollte ich es ausprobieren und das benutze ich jetzt immer, bevor ich meine Foundation auftrage. Denn mir persönlich, so mein erster Eindruck ist, dass da wirklich, wenn man sprüht, auch wenn man weiter weggeht natürlich, teilweise hat man wirklich sehr dicke Tropfen im Gesicht und das finde ich nicht schön. Also mein Urban Decay Chill Make-Up Setting Spray sprüht da echt wirklich viel feiner. Und das benutze ich immer nach der Foundation, also wenn ich komplett fertig bin. Das jetzt immer einfach vorher, um das Gesicht nochmal so ein bisschen zu hydratisieren. Genau. Und dann etwas, was ich auch schon länger auf meiner Wunschliste hatte. Und es gab immer die Farbe nicht, die ich wollte. Naja, hätte ich mal eine andere Farbe genommen. Den Urban Decay Naked Skin Concealer. Ja, nachdem ich mir ein paar Swatches angeguckt hatte im Internet, habe ich gedacht, dass Medium Light Neutral bei mir passen würde. Es ist aber so zu dunkel für mich. Was ich jetzt halt mache, ist, dass ich den als Corrector benutze. Dafür funktioniert es hervorragend. Also bevor ich meine Foundation auftrage, trage ich den auf unter den Augen und decke quasi die dunklen Augenschatten erstmal ab. Highlighten mache ich dann später. Dafür ist er toll. Und ich mag die Konsistenz, wieder hier mein erster Eindruck. Ich mag die Konsistenz, ich mag eigentlich alles. Nur ich glaube, dass der, das ist. Moment. Ja, der riecht irgendwie seltsam. Er riecht irgendwie komisch. Und was ich mir so gekauft habe, so, das war Zufall. Ich hätte nicht gedacht, dass es das noch gibt. Und zwar habt ihr sicherlich mitbekommen, dass MAC mal wieder eine LE, beziehungsweise mehrere LEs gleichzeitig rausgebracht hat. Unter anderem die Wash and Dry. Und mich hat die gar nicht so interessiert. Ich war ja eh im Umzugsmodus und ich wollte davon irgendwie gar nichts haben eigentlich. Und dann war ich mit Ann-Kathrin bei MAC in meiner Mittagspause, genau. Weil sie zufällig gerade hier in der Stadt war. Und ja, dann sind wir zusammen zu Douglas gegangen an den MAC-Counter und da gab es sogar noch ein paar Sachen. Wow. Und ja, im Moment bin ich so ein bisschen auf Bronzer. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach im Moment so hell bin. Und sie hatten diesen hier noch. Die Verpackung finde ich sehr schön. Gibt ja welche, die die scheiße finden. Mir gefällt sie ganz gut. Schön sommerlich. Und das ist der, das Bronzing Powder. Bronzing oder Bronzing? Was auch immer ihr sagen möchtet. In Matte Bronze. Das ist ein mattes. Und ja, ich finde, es passt so ganz gut. Ich habe es heute nicht benutzt. Ich zeige euch gleich, was ich heute benutzt habe.
Und was ich allerdings bemängle, ist, es gibt, finde ich, nicht so viel Farbe. Also ich muss schon sehr drin rumrühren. Das, was ich nämlich heute benutzt habe, das ist komplett anders. Nämlich habe ich bestellt bei NYX in Amerika. Denn bei uns gibt es NYX ja irgendwie nicht mehr. Und da habe ich zusammen mit der Meloflori ein paar Sachen bestellt. Das, was ich eigentlich haben wollte, so als Top-Teil, hatten sie nicht. Das heißt, ich habe jetzt nochmal bestellt. Naja, aber da habe ich halt erstmal ein paar andere Sachen bestellt, die mir so ins Auge gesprungen sind und die ich alles auf meiner Wunschliste hatte. Und fangen wir mal direkt an mit dem Bronzer. Den habe ich heute nämlich drauf. Das ist der NYX Matte Bronzer in Light. Die Sachen habe ich auch schon auf Instagram gezeigt, aber ich habe ja mal mitbekommen, dass ihr mir, also dass ihr gar nicht alle auf Instagram seid. Und das ist dieser hier. Ich zeige den anderen mal daneben. Die sind nämlich nicht gleich. Seht ihr das? Der von NYX hat mehr so einen rötlichen Unterton. Und ich habe vor ein paar Tagen gerade ein Video von Jaclyn Hill gesehen, wo sie den neuen Bronzer gezeigt hat von Too Faced. Und der war auch irgendwie, hat sie gesagt, so ein bisschen rötlicher. Das wusste ich jetzt nicht, als ich den bestellt habe. Und da sagte sie, dass das eigentlich viel schöner ist oder dass sie das besser findet. Ja, und der ist eigentlich auch etwas rötlicher. Wie gesagt, den habe ich. Ich habe mich vor über 10 Stunden, glaube ich, geschminkt, deswegen wird man jetzt nicht mehr so viel davon sehen. Aber der ist, der gibt im Gegensatz zu dem von MAC auch richtig viel Farbe. Man muss gut aufpassen. Man muss gut aufpassen und darf nicht überdosieren. Also das ist schon echt. Natürlich ist die Verpackung nicht so schön wie die von MAC, aber nein, du kommst hier nicht rein, Mücke. So, dann habe ich mir noch, da habe ich leider die falsche Farbe bestellt. Das HD Finishing Powder bestellt. Das hier ist Translucent. Und ich wollte eigentlich Banana. Wieso habe ich Translucent bestellt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich falsch bestellt habe oder ob sie das falsche in den Warenkorb gepackt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt, es sieht weiß aus und es ist aber transluzent. Also wenn man es aufträgt, ist es natürlich nicht weiß, sondern quasi durchsichtig. Ich wollte das, wie gesagt, in Banana haben, um meinen Concealer unter meinen Augen zu setzen. Und solange werde ich jetzt halt das benutzen. Das habe ich auch heute benutzt. Und ja, das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also mein Concealer creased nicht. Ich habe jetzt das von Banana gestern oder vorgestern bestellt. Dann hatte ich auch noch bestellt den NYX Micro Brow Pencil in Blond. Der soll, so sieht der aus, der soll ein richtig gutes Dupe sein zu dem Anastasia oder Anastasia Browis. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich habe ihn aufgemacht und ausgepackt und wollte ihn benutzen, aber er war mir zu gelbstichig. Deswegen habe ich ihn meiner Mama gegeben, weil ich habe so meine Mama angeguckt, die war gestern hier und habe den Stifter so und habe gedacht, ja, passt. Und dann habe ich ihr den mitgegeben und jetzt kann sie den benutzen. Ich wollte jetzt noch mal eine andere Farbe bestellen, aber alle waren ausverkauft. Außerdem habe ich bestellt, das gehört zusammen, den Matt Liquid Liner. Der ist auch neu, also die Sachen sind so ziemlich alle relativ neu. Und der hat so eine ganz, ganz feine Pinselspitze. Seht ihr, wie fein? Mega fein. Und den habe ich heute nicht benutzt, weil ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin. Und dann tränen meine Augen manchmal so ein bisschen und dann verschmiert das. Deswegen habe ich Gel-Eyeliner benutzt. Ja, aber der ist, den habe ich gestern und vorgestern, glaube ich, benutzt und der war ganz schön. Dann habe ich noch bestellt die neue Tinted Brow Mascara. Die Preise blende ich irgendwie ein, weil die weiß ich jetzt alle nicht im Kopf. Und auch die habe ich in Blond bestellt. Und die passt eigentlich ganz gut. Die habe ich heute benutzt. Das Bürstchen sieht so aus. Kann man gut benutzen. Es könnte ein bisschen dichter sein, finde ich. Zwei Sachen noch. Dann sind wir mit NYX durch. Mein Daumen. Ich habe übrigens kein Pflaster mehr auf meinem Daumen. Gut, ne? So, zwei Lippenprodukte habe ich noch bestellt. Auch die sind, soweit ich weiß, relativ neu. Und zwar den Intense Butter Gloss. Gloss? Butter Gloss. Intense Butter Gloss.
in der Farbe Sorbet. Die knallen vielleicht mal, die Dinger. Bam! Ich trage das gleich mal auf, glaube ich. Und den High Voltage Lipstick in der Farbe French Kiss. So, ich trage jetzt mal kurz den... ich zeige euch erst noch, was ich noch gekauft habe. Montag, glaube ich. Und dann war ich 2 Tage nicht arbeiten, weil ich wieder Migräne hatte. Und deswegen stand ich die ganze Zeit im Büro rum. Der neue Fiji. Es gibt eine neue LE von Essie, wo es Fiji wieder gibt. Und deswegen fragt mich nicht, warum ich den mitgenommen habe. Ich habe ihn einfach mitgenommen. Und eigentlich wollte ich ihn lackieren, aber mein Daumennagel ist immer noch defekt und eingerissen. Und deswegen kann ich immer noch nicht lackieren. Ich hoffe, man hört übrigens nicht, dass draußen die ganze Zeit jemand Rasen mäht. Ach ja, und meine neue, die neue, überarbeitete Do-Box habe ich endlich von der Post abgeholt. Die wurde ja komplett überarbeitet, heißt jetzt nicht mehr Box of Beauty, sondern Do-Box. Der Inhalt ist diesmal ziemlich gut. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Ein Teil fehlt, eine komische Handcreme von Marvada, die habe ich direkt im Büro gelassen, die riecht nach Oma. Die geht gar nicht. Aber hier haben wir von Diadermin Lift Plus Hautperfektion stark straffendes Gesichtsöl, nicht fettend. Ich denke, das werde ich vielleicht benutzen, wenn meins von L'Oreal dann irgendwann mal aufgebraucht ist, das Richesse. Dann haben wir ein Duschgel drin, ich glaube, es ist eine Full Size, oder? Von Chorus, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, in Guave. Hauptprodukt ist der Urban Decay 24/7 Glider und Eye Pencil in Perversion. Kostet normalerweise 18,99 €. Ich glaube aber, dass ich den schon habe. Also, falls mir den jemand abkaufen möchte, natürlich nicht für volle 18,99 €, sondern etwas weniger, müsste ich mir nur überlegen, dann meldet euch. Das ist der schwarze, also der wirklich, wirklich, wirklich schwarze. Dann war eine kleine Yankee-Candle drin. Ich habe Soft Blanket bekommen. Und sie riecht ganz toll. Ich mag das. Und dann waren hier noch diese komischen Haargummis drin, mit denen ich nichts anfangen kann, weil meine Haare zu kurz dafür sind. Die werde ich wahrscheinlich verschenken. Das war mal ein schnelles Unboxing, ne? So, jetzt mache ich nochmal schnell einen von den Lippendingern drauf und dann zeige ich euch das gleich mal kurz. Ist das nicht Bam? Ist das nicht Bam? Das ist jetzt der Intense Butter Gloss in Sorbet. Und ohne was drunter. Ich habe keinen Lip Liner drunter, keinen Lippenstift, gar nichts. Es ist nur der Gloss. Ich zoome euch mal ein bisschen rein. Ist das nicht Bam? Das ist wirklich nur der Gloss. Das Gloss? Nee, der Gloss. Jawohl. Ich weiß noch nicht, ob ich es mag oder ob ich es tragen werde, weil ich ja eigentlich gar nicht so knallige Farben trage. Das ist also der Gloss, der Bam macht und nur für euch aufgetragen. Wie gesagt, die Preise blende ich ein. Ach ja, wie habe ich bestellt bei NYX? Man kann auf die Seite gehen und dann gibt es natürlich diese Services wie Ship It To oder My US. Bei mir war es so, ich weiß nicht, ob das Angebot immer noch gilt, wenn man bei NYX das erste Mal bestellt und diesen Service My US nutzen möchte, dann kriegt man irgendwie ein Special Offer, irgendein Angebot. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, weil das jetzt ja schon ein paar Wochen wieder her ist. Und dann wird das halt, man meldet sich da an, bekommt quasi eine amerikanische Postfachadresse und dorthin kann man es dann schicken lassen von NYX und die benachrichtigen einen dann per Mail, wenn es da ist. Dann muss man eventuell noch ein paar Angaben machen und dann leiten die es weiter nach Deutschland. Und der Versand nach Deutschland von MyUS hat irgendwie nur, glaube ich, 5 Tage gedauert. 4 oder 5 Tage, das ging sau schnell. Und ich glaube auch, wie gesagt, das kam ins Büro, als ich nicht da war, aber ich glaube, da musste auch nichts nachbezahlt werden. Kann natürlich auch Glück gewesen sein, dass es so durchgegangen ist, weiß ich nicht. Aber da musste, glaube ich, nichts nach. Mir hat keiner gesagt, ich krieg nur Geld von dir. Aber wie gesagt, es ging super schnell und ich habe alle meine Sachen und die restlichen Sachen könnt ihr euch dann bei Meloflori angucken. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, als nächstes mache ich vielleicht auch mal wieder ein Aufgebraucht. Wieder. Ich habe schon wieder so viele Sachen leer gemacht. Ja, und dann wollte ich ja noch die Videos machen über Colourpop und die neue Too Faced Palette. Und ja, macht's gut.
gut, bleib gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!